Hitradio FFH. Ankes Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Alpenmilch? Mit ohne. Stefan, zum Ankes Tanke Oktoberfest hättest du ruhig auch mal eine Lederhose anziehen können. Ich konvertiere doch nicht zur radikal-fundamentalistischen Weißwurst-Hisbollah in Bavarien. Noch sind wir hier in Hessen. Mein Freund sagt immer, BRD heißt Bayern und der Rest Deutschlands. Du hast noch gar nichts zu meinem Dirndl gesagt. Die Theresienwiese hat gerade angerufen, die wollen ihr Festzelt wieder zurück. Einmal die Vier und eine Schweinshaxen to go. Stefan, was hast denn gegen das Oktoberfest? Das ist in diesem Bundesland so unnötig, wie dein Schild Kaffee to go jetzt auch zum Mitnehmen. Okay, wieso? Also der größte Wiesenhit aller Zeiten kommt übrigens nicht aus Bayern. Das Lied stammt aus der Feder von Bernhard Dietrich aus Chemnitz. Aufi, Stefan, mir san mir, Oma geht noch. Anke, dann wander doch in deiner Alpenburka aus und geh zu den Zeugen Seehofers. Ah, du bist aber ganz ein feiner Spielverderber. Hilf mir wenigstens mal, die Ortsaftis-Schilder draußen an die Donksäulen zu hängen. Sehr originell, obwohl das ist ja ausnahmsweise mal passend. Siehst du's? Bei deinen Benzinpreisen ist das Maß nämlich längst voll. Macht 423 Euro, sammeln Sie Löwenbräu-Punkte, haben Sie eine Paulaner-Card oder sind Sie im Bruno-Mars-Club? Nein. Dann danke schön. Bitte schön. Ankes Tanke, täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH.